Hallo und herzlich willkommen zu einem Zwischeneinkauf von Edeka und einem Taco Hall. Genau. Wir fangen mit dem Food Hall an, weil das eher die Menschen oder euch interessiert. Ich sag mal die Menschen, ne? Wir haben zweimal Erdbeeren mitgenommen. Hier wurden schon welche rausgenascht, natürlich. Zweimal. Die gehen momentan hier fix weg. Dann war vom Milka diese Favorites und zarte Momente im Angebot, die ist noch zu. Die hier ist schon offen, weil Jerome sich schon zweigekrallt hat. An meinen Freund einen und ein ich. Oder zwei ich nicht. Doch, ich hatte zwei. Ich finde die hier mit der Nuss und der Karamell richtig, richtig lecker. Genau. Haben wir mitgenommen. Ich finde sowas immer richtig gut, weil man kauft sich ja meistens eine Tafel Schokolade und hat meistens auch gar nicht so viel Hunger. Und für ein, zwei Stücke Schokolade aufmachen möchte man nicht. Und da finde ich sowas immer optimal. Da kann man sich ein, zwei rausnehmen und gut ist. Dann einmal Eier, leider keine Freilandeier. Hatten sie nicht mehr. Deswegen einmal Bodenhaltung. Hole ich eigentlich nicht gerne, aber ich brauche sie ganz dringend, denn der Leon hat Geburtstag. Wir haben heute den 21. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, weil ich zwei, drei Videos vorgedreht habe, weil ja bald Kita-Eingewöhnung ist und dafür plane ich 2 Wochen ein. Dafür soll man immer 2 bis 4 Wochen einplanen. Meine Jungs haben 1 Woche jeweils gebraucht für die Eingewöhnung, aber man weiß ja nie, wie das bei einem anderen ist. Und ja, der Leon hat am 22.07. Geburtstag und das hier ist sein Lieblingskuchen, Classic Brownies. Da ist auch so eine kleine Form bei. Und das habe ich noch mit Marmor geholt. Denn wir gehen morgen in den Zoo. Der Leon wollte keine Freunde einladen dieses Jahr noch keine Freunde einladen. Das akzeptieren wir auch. Und deswegen gehen wir einfach, mein Freund, ich und die 4 Kids in den Zoo. Mein Freund hat auch einen Sohn. Deswegen nicht wundern. Und die Marie haben wir zusammen. Genau, zweimal laktosefreie Milch. Die trinken wir ja alle hier. Und dann habe ich einmal hohes C mitgenommen, der war im Angebot. Milder Apfelsaft geht hier bei den Kindern richtig, richtig gut. Ich muss mal wieder öfters Tee kochen. Die ganze Schublade ist noch voll. Ich will jetzt nicht sagen, wie der Saft heißt, weil die Marie sitzt noch im Wohnzimmer. Sie kann noch nicht schlafen. Darf jetzt ein, zwei Folgen Bobo gucken. Aber wenn ich jetzt sage, was ich hier in der Hand halte, dann würde sie hier hinrennen. Das ist ihr Lieblingssaft. Den kaufen wir auch regelmäßig. Der war leider nicht im Angebot, aber ist nächste Woche bei im Angebot. Genau, da werde ich zuschlagen dann. Dann weißer Ries zum Wäschewaschen brauchte ich neu. Und das ist 50 Cent günstiger. Genau, so. Erste Tüte leer. Dann hatte die Marie ein Hippie leer gemacht. Ich sage jetzt extra nicht das andere Wort dafür. Da ist noch ein bisschen drin. Das werde ich ihr gleich mal geben. Ja, ist noch hier bis da unten ist das alles noch voll. Das kann ich natürlich leer machen. So, was haben wir hier noch? Milchbrötchen für den Ausflug morgen. Dann Waffeln für den Ausflug morgen. Dann, da weiß ich noch nicht, ob ich die mitnehme oder ob ich eine Packung Butterkekse mitnehme. Muss ich mal schauen. Aber ich glaube, ich werde Salzstangen mitnehmen. Dann haben wir nur noch einen Apfel. Okay, man sieht es gerade nicht. Man sieht nur die Honigmelone. Da sind noch ein paar Pfirsiche vom letzten Haul, aber auch nicht mehr viele. Strengel, Bananen und ein Apfel ist da. Deswegen habe ich nochmal 3 Äpfel geholt, damit die bis Montag oder Dienstag reichen. Und da waren die großen Milka-Dinger auch im Angebot und da haben wir Schokokeks mitgenommen. Mein Freund war mit einkaufen und er hat sich auch dafür entschieden. Deswegen, genau. Was hier jetzt nicht bei ist, ist, mein Freund hat sich noch ein Energy Gold von Afri. Heißt der Afri? Ach, hier ist der. In die Pfandtüte gepackt, den hier. Oder ist das eine Cola? Ich dachte, das wäre irgendwie ein Energy. Entschuldigung. Ich meine Cola von Afri Cola heißt die. Genau. Ja, schon getrunken. Ja, das war's mit dem Food Hall schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit dem Taco Hall weiter. Da ist ja momentan 50%. Und da habe ich auch ein paar Sachen mitgenommen. Das meiste für mich, für Kinder sind gar keine Auswahl. Vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr hatten die riesen Auswahl und ich habe die Kinder mal schon für den nächsten Sommer eingedeckt, aber diesmal gar nicht. Aber wo ich Glück hatte, waren bei Strumpfhosen bei Marie. Ich sage euch nur den reduzierten Preis. Ihr könnt euch jetzt einfach die Hälfte davon rechnen. Das habe ich bezahlt. Ich habe dafür ungefähr 50 Euro bezahlt für alles zusammen. 51 oder 52 Euro. Ich habe für Marie Strumpfhosen mitgenommen in 98, 104. 3 verschiedene Ausführungen und wir können mal angucken.
hier so ein Einhornfarbe drauf. Eigentlich mag ich eher einfarbige Strumpfhosen, aber für unter die Hose ist das besser. Hier sind so ein paar Blumen drauf. Weiß. Und hier ist eine rosane mit Einhörnern drauf. Genau. Ja, kann man nichts sagen. 3 € dafür. Dann einmal dieses Pack hier. Das vorne eine Katze drauf. Auch 5,99 € reduziert. Ach, die ist. Ah, okay, die ist nicht einfach. Aber ich, ja, die kann man schon mal schön im Herbst anziehen. Finde ich süß mit dieser Katze. Genau. Habt ihr die Katze jetzt richtig gesehen? Habe ich euch die jetzt richtig gezeigt? So. Richtig, richtig süß. Genau. Die Wellen sind eben ein bisschen zu groß, aber 98 hatten sie ja jetzt nicht direkt. Und dann hier eine mit so Tigerflecken soll das sein oder so. Genau, ist jetzt nicht die schönste. Aber zum Drunterziehen im Herbst und Winter, wenn es kalt ist, passt das schon. Und dann haben wir hier noch ein Paket. Da ist jetzt kein Tier vorne drauf. Auch für 5,99 € einmal mit so Herzen und einen Regenbogen in weiß-gelb. Sieht man den gelben Strich? So ganz leicht. Genau. Und einmal gestreift. Genau. Aber ich werde noch gucken, dass ich welche von Schibo bekomme, denn die von Schibo sind richtig, richtig gut und die sind meistens in den Füßen noch gefüttert. Dann habe ich einen Rock geholt, das ist 116. Ja, ich denke, der wird nächstes Jahr schon passen. Die Marie ist ein bisschen moppeliger, jetzt kein richtiges Moppel, aber ein bisschen moppeliger. Aber der fällt auch trotzdem kleiner aus. Ich würde sagen, das ist nur 100, 410 höchstens. Der hat 4,99 € war er reduziert. Und für 2,50 kann der im Schrank liegen, bis er passt. Da habe ich für Marie nochmal Socken mitgenommen. Die werde ich jetzt nicht einzeln auspacken. Die haben 3,99 € nur noch gekostet. Und Socken gehen immer. Da sind 5 Paar drin. Und da kann man echt nichts sagen, wenn das zur Hälfte reduziert ist. Dann eine Hose. Da weiß ich nur nicht, ob ich die Leon oder Jerome gebe. Da drin steht 134, Leute. Die sieht aus wie eine 122. Bei Taco muss man wirklich bei den Größen aufpassen. Die fällen extrem anders aus. Mal hat man Glück und die fallen gut aus, aber meistens nicht. Und die Jeanshose sieht so aus. Ja, mit so ein paar Taschen ein bisschen cooler. Und ich gucke einfach, wem die passt. Die hat 12,99 €, also nochmal die Hälfte wegrechnen, kann man wirklich nichts sagen. So, und dann kommen nur noch Sachen für mich. Hinterher kommen noch ein paar Sachen für Marie. Das sind Softgummis, die liegen aber ganz unten in der Tüte. Wir fangen an. Ich habe für mich einmal eine Shorts für zu Hause mitgenommen. Zu Hause trage ich gerne Shorts und auch Kleider. Und draußen ziehe ich immer schwarze Leggings drunter. Sieht man, glaube ich, oder ich ziehe mich nochmal um. Aber wenn es so warm ist im Sommer, ich fühle mich mit kurzen Hosen nicht wohl. Ich habe eine kurze so schwarze Hose, die habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. In der fühle ich mich pudelwohl, auch wenn ich draußen bin, aber in anderen nicht. Und für den Garten und für hier zu Hause mit Minnie Maus drauf war auf 7,99 € reduziert. Genau. Dann haben wir hier ein Pullover. Habe ich L und mal habe ich M mitgenommen. Ich bin momentan so eine Zwischengröße, weil ich ja noch am Abnehmen bin. Genau, so ein bisschen bequemer. Ein Top kommt da drunter. Ich trage meistens Tops anstatt Unterhemden. Und der hat nur noch 4,99 € gekostet. Also 2,50 € für einen Pullover. Da habe ich mir für den nächsten Sommer schon so Head and Shoulders. Nee, Head and Shoulders nicht. Schulterfreie Tops ausgesucht. Einmal so ein blau gestreiftes. Ja, bin mal gespannt, wie das an mir aussieht. Ich werde es auch noch diesen Sommer tragen. Auf 6,99 €. Das habe ich zum Beispiel jetzt in 40 genommen. Manche habe ich in 42 genommen. Dann ein Shirt zum Schlafen. Das werde ich als Nachthemd nehmen. Hat noch 9,99 € gekostet. Und da ist eine Minimaus drauf. Tennis spielt und hinten steht Mini, genau. Passt irgendwie ein bisschen zu dem T-Shirt, nicht? So ein bisschen, ne? So. Dann habe ich das gleiche, was ich in Blau habe, in Schwarz noch mitgenommen. Auch schulterfrei. Das gefällt mir, wenn ich es schon nur angucke. Ich werde auf jeden Fall diese blöden Bänder abschneiden. Die nerven mich. Das hat auch 6,99 € nur noch gekostet. Und ja. Wird auf jeden Fall gehen mit einer
blauen Shorts. Das haben wir hier. Hier nochmal eine kurze Shorts für zu Hause und zum Schlafen und Chillen für 7,99. Da ist Mickey Mouse drauf. Genau. Dann einfach ein normales Shirt. Das ziehe ich auch draußen aus. Ach, aus. Draußen ziehe ich es nicht aus. Ziehe ich es an. 4,99. Ich sage extra nur 4,99, statt nochmal die Hälfte zu sagen. Und den regulären Preis, der vorher war, sage ich auch nicht, weil lohnt sich nicht. Deswegen sage ich nur den reduzierten Preis. Und dann rechnet ihr einfach 50% weg. Und falls die 50% Aktion weg ist, ich sage euch, die war, glaube ich, letztes Jahr 2-3 Monate lang. Also da kommen auch immer wieder neue Sachen rein. Das, was wir halt alles im Lager finden. So, einfach ein ganz normales Shirt. Ich guck mal mit, damit den Aufdruck. Schwarz fühle ich mich immer wohl. So, dann ein grünes T-Shirt oder ein mintgrünes mit so ein bisschen, ja, ich habe mal ein bisschen Farbe geholt. Ich habe immer noch schwarz, grau, dunkelblau für 3,99. Genau. Und Leute, die S haben, Größe S haben, die haben echt Glück bei Taco, finde ich. Da gibt es noch sehr viel. Dann hier für 4,99. Das fand ich voll schön. Das habe ich auch online gesehen. Das wird mir dieses Jahr passen und nächstes Jahr, wenn ich mein Wunschgesicht nicht fast habe, dann weiß ich nicht, ob es noch passt. So, dann noch eine Shorts, die fand ich richtig schön. Auch für zu Hause zum Chillen, zum Schlafen, für Garten. 6,99 €, einfach mit so Spitze dran und ganz wichtig Taschen. Weiß auch nicht. So, und dann habe ich noch ein paar Haar-Accessories mitgenommen. Einmal dieses... Oh, wie heißt das denn jetzt? Zopfgummi, Viererband. Ja, so sieht es aus. Hier seht ihr schon den Preis. Nee, das Licht ist so doof. 2,99 € haben die nur noch gekostet. Genau, also noch die Hälfte. Und mal bei manchen Frisuren, bei Marie, wenn wir alle Haare zusammen machen, dann braucht sie mittlerweile schon ein bisschen größere Zopfgummis. Dann habe ich Zopfgummis noch für mich mitgenommen mit diesen... Ja, wie heißt dieser Style? Diese... Bänder, die die Rockbands haben, Black Royal Brides und so, der Trommler, der hat das ja. Und der Leon trägt das auch immer, so das Band hier. Genau, auch 2,99 €. Und ich fand das vielleicht cool, wenn der Leon, der hat nämlich ein schwarzes Band und ein rotes und ein grünes. Grün ist jetzt nicht dabei, aber dann kann man ein bisschen Partnerlook laufen. Und da habe ich für Marie noch diesen Haarreif mitgenommen. Übrigens, die haben auch noch 2,99 € gekostet. Diesen Haarreif, der war eigentlich in der Frauenabteilung, aber ich finde, der sieht echt für Kinder aus. Wir können das ja eigentlich auch ausprobieren. Der hat nur noch 1,99 € gekostet. So, wir schneiden jetzt einfach mal das Teil hier ab. Das Teil nicht. Den Stoff, okay. Kriege ich das hin? Jo, wir schaffen das. Aber ich glaube, für mich ist der zu groß, zu klein, oder? Aber mir steht das doch gar nicht, oder steht mir sowas? So einfach im Haar rein? Hm. Ah. Manche machen ja auch so, manche legen das ja nicht ins Haar einfach rein. Aber ich glaube, mir steht Haarreifen nicht, oder steht mir Haarreifen? Ich weiß nicht. Hm. Findet mir ihr? Ja. Kann Marie haben. Der fällt wirklich klein aus. Auch mit diesem Muster. Genau, das war es auch schon. Also die letzten Jahre war ich erfolgreicher, aber wie gesagt, in der Kinderabteilung war leer gefegt. Genau. Ja, ein kleines Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Haul oder aufgebraucht Video oder beim nächsten Produkte, 10 Produkte, die ich leer bekommen will. Weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt auf ein Video, welche Produkte ich im Sommer liebe. Meine liebsten Sommerprodukte, die ich diesen Sommer benutzt habe. Genau, wenn ihr darauf Lust habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Dann weiß ich das und kann meine Videos auch ein bisschen besser planen und nach euren Wünschen mal gehen. Oder wenn ihr generell Videowünsche habt, dann schreibt sie auch in die Kommentare. Ich versuche es so gut es geht umzusetzen.